Wir starten mit dem Thema Geodateninfrastruktur. Und der Marc Jansen, der ist der Meinung, GDI, das geht auch mit Docker. Ist das wirklich so? Ja, eine sehr gute Frage. Genau darum soll es gehen in diesem Vortrag. Wir wollen uns damit beschäftigen, mit Mobi Doc, so heißt nämlich tatsächlich dieses Logo, und dem Projekt, was dahinter steht, nämlich Docker. Und der Untertitel meines Talks ist Einführung, Überblick und Diskussion. Und es geht mir genau darum, nämlich um diesen letzten Teil, die Diskussion. Da würde ich einfach gerne eine Anregung zu geben und vielleicht auch im Nachgang dann nochmal weiter darüber sprechen wollen. Gut, das ist die Gliederung, die ich mir überlegt habe, um diesen Talk zu führen. Zuerst gibt es ein bisschen Meta, anschließend möchte ich die Motivation, die ja hinter diesem Talk steht, kurz beleuchten. Dann diese Frage stellen, GDI mit Docker, es ist ein Fragezeichen dahinter, wie kann sowas aussehen, wie gut ist das, wie schwierig ist das, kann das jeder, kann das selbst der Marc Jansen? Dabei werden wir uns einen Überblick verschaffen, über was für Optionen eigentlich so auf dem Tisch sind, wenn wir GDIs mit Docker machen wollen, und schließlich ein paar Punkte in die Diskussion bringen. Ja, mein Name ist Marc, ich bin Geschäftsführer von der Firma Terrestris. Wir haben den Stand hier noch wenige Stunden an diesem Freitag auf der FOSGIS und kommen Sie uns da gerne besuchen. Ich bin Kernentwickler von Open Layers und habe auch mal ein Buch dazu geschrieben, spreche oft auf so Veranstaltungen wie hier oder international und bin auch OSGEO Foundation Charter Member. Die Firma Terrestris macht Open Source KISS, aus Bonn sind wir. Kommen Sie, wie gesagt, vorbei. Wir sprechen sehr gerne über das, was wir tun, weil wir die Software, die wir einsetzen, kennen, lieben, auch weiter verbessern. Wir finden bestimmt gemeinsam eine schöne Lösung für Ihre speziellen Fragestellungen. Zur Motivation hinter diesem Talk. So, ich habe es gerade schon erwähnt, als ich die Firma vorgestellt habe. GDIs sind letztlich mein Tagesgeschäft oder das, was wir sehr häufig machen, was wir betreuen, was wir entwickeln, was wir konzeptionieren. Das ist die eine Seite. Okay, GDI war schon irgendwie klar, kannst du vielleicht einen Vortrag zu einreichen. Docker ist nach wie vor heiß, es ist nicht neu im engeren Sinne, sondern existiert schon etwas länger. Das erkennt man unter anderem am Tagungsprogramm auch. Es gab einen Workshop, das war glaube ich auch der erste Workshop, der ausverkauft war, sprich da war eine entsprechende Nachfrage da. Es gibt mindestens 4 Vorträge, die sich damit befassen, außer dem Vortrag, den Sie jetzt gerade hören. Ich konnte leider der ersten Vortragssession, den Blog nicht folgen, weil ich da noch in einem anderen Gespräch war. Und ich wollte einfach quasi diese Sachen miteinander verbinden und über Pro und Contra, denn vermutlich gibt es immer Pro und Contra, ins Gespräch kommen. Und um über Pro und Contra vernünftig diskutieren zu können, braucht man in irgendeiner Form eine Einführung. Das heißt, ich wollte gerne auch da mal Basics erklären. Sprich, das sind die Ziele, die ich verfolge, wenn ich diesen Talk hier halte. Ich möchte eine Einführung in diese Grundkonzeption, in die Grundthematik geben. Ich möchte einige Beispiele geben, wie man Sachen angehen kann. Und das Ganze unter Betrachtung verschiedener Nutzungskontext. Und ich möchte eine Diskussionsgrundlage geben. Sorry. Also, GDI mit Docker ist schon der dritte Punkt quasi meines Vortrags. Zuerst Geodateninfrastrukturen, GDIs, was sind das denn? Was ist das denn? Es gibt vermutlich auch eine offizielle Definition, ich habe die jetzt nicht rausgesucht. Ich habe so ein paar Eigenschaften aufgezählt von Geodateninfrastrukturen, die häufig eigentlich zum Tragen kommen. Häufig genug sind sie zentral und sie sind nutzbar vor allem für andere Nutzer dieser Infrastrukturen. Sie bestehen häufig aus verschiedenen Komponenten, die einzelne Aufgaben übernehmen und miteinander interagieren. Eine extrem zentrale Aufgabe von Geodateninfrastrukturen ist natürlich die Datenhaltung, also auf Dateisystemsebene, aber auch auf Datenbankebene beispielsweise. Sehr häufig sind GDIs dienstbasiert konzipiert und es gibt dann in der Regel auch eine anzeigende Komponenten und natürlich noch weitere. Häufig sind sie nach diesem Client-Server-Modell aufgebaut, sprich irgendeine zentrale Komponente liefert beispielsweise einen WMS-Dienst aus, dieser wiederum greift auf eine Datenbank zu, dann wird das zur Anzeige gebracht in einem Leaflet-Client, sage ich jetzt mal. Muss nicht immer oben leer sein. Und eine Sache hat sich jetzt geändert hier, das haben wir natürlich alle wieder vergessen. Neben der Datenhaltung zählt natürlich auch die Metadatenhaltung, damit man in der GDI auch einfach weiß, was für Elemente sind denn überhaupt einfach da, welche Dienste gibt es, in welcher Aktualität, welche räumlichen Bereiche decken die ab. Metadaten gehören ganz sicher auch noch dazu. Das ist sicherlich auch nicht vollständig, also ich denke, dass GDI jeder noch ein bisschen anders definieren würde. Jetzt Docker. Docker ist eine Software, die letztlich Containerisierung und Virtualisierung auf Betriebssystemebene anbietet. Das führt dazu, dass man quasi isolierte, standalone und relativ portable Maschinen hat oder Container hat, die Funktionalität zusammenpacken
Und ja, die kann man relativ schnell als Container laufen lassen und auch genauso schnell wieder entfernen. Und man hat quasi eine Applikation und alle Dependenzen, die diese Applikation hat, also beispielsweise eine Java-Applikation, die auf Java 9.0 läuft, kann ich in einer Docker, in einem Docker-Image bzw. dem daraus resultierenden Docker-Container so aufbauen, dass die Applikation dort ist, dass Java 9 in der richtigen Version, wie ich es brauche, und noch von mir aus irgendwas anderes, irgendein spezieller Treiber oder was auch immer dort ist. Und das alles betrifft eigentlich nicht das Host-System, auf dem Docker läuft, sondern ist alles ja abgeschlossen. Drei zentrale Begriffe habe ich aufgeschrieben. Wie gesagt, das ist ein Einführungsvortrag, die auch mir noch mal klarer geworden sind in der Vorbereitung. Ich hoffe, Ihnen geht es vielleicht ähnlich dann. Also Images sind letztlich ja, ein Kochrezept, quasi wie so ein Container aufgebaut wird. Und der Container selber ist das Gericht, was aus diesem Kochrezept quasi entsteht. Das eine ist also die Konkretisierung des etwas abstrakteren anderen. Eine andere Analogie, um dieses Container-Image-Bild ein bisschen einfacher verständlich zu machen, ist vielleicht, wenn Sie Programmierer sind, das eine ist eine Java-Klasse. Also das Image ist eine Java-Klasse, hat gewisse Eigenschaften und Methoden. Und ein Container ist eine Java-Instanz, also wenn ich dann wirklich diese Klasse instanziert habe. Davon macht man ganz viele, von Containers, von Images macht man üblicherweise nicht so mega viele. Zentral auch für Images sind sogenannte Docker-Files. Das ist letztlich eine Textdatei, in der ich in einer gewissen Syntax schreibe. Das Beispiel, was ich gerade eben genannt habe, ich brauche Java 9. Außerdem brauche ich eine gewisse Datei von meinem Dateisystem in diesem Container und dann lass mir bitte meine Applikation laufen. Das schreibe ich da in einer gewissen Art und Weise rein und dann gibt es Docker-Befehle, die dafür sorgen, dass dieses Rezept ausgeführt wird in dem Image und mir ein Container erzeugt wird. Ganz wichtig ist dabei, dass es halt verschiedene Registries gibt, wo man solche Images quasi finden und dann auch wiederum verwenden kann. Das heißt, es gibt Stand jetzt einfach schon eine ganze Menge Images für viele von den Standardkomponenten, die Ihnen auch im Kopf bereits schwirren, existieren bereits mehrfache Images, wo jemand diese Rezepte quasi aufgekocht hat. Aber es ist genau so wie bei den Rezepten. Der eine mag es halt lieber etwas schärfer, der nächste mag es, weiß ich nicht, mit ein bisschen mehr Zucker. So ist das mit Kochrezepten. Es gibt durchaus für die verschiedenen Komponenten auch verschiedene Rezepte, die sich dann alle von mir aus Biergulasch nennen, aber der eine macht es linksrum, der andere macht es rechtsrum. Ja, und diese ganzen Images, die man auch zentral nehmen kann, kann man auch verwenden, um eigene, sehr einfache Images zu bauen, die dann eigentlich noch kleinere Abweichungen davon enthalten können. Das sind die Nutzungskontexte, unter denen ich das betrachten möchte. Einmal die Entwicklung einer GDI. Und zur Entwicklung einer GDI gehört auch meiner Meinung nach, dass man bestehende Komponenten, die vielleicht nicht dockerisiert sind, ja, vielleicht noch dockerisieren möchte. Also häufig genug fängt man nicht auf der grünen Wiese an, sondern viele haben bereits irgendwas und dann möchte man vielleicht eher von einer Migration reden als wie eine Neuentwicklung. Ich möchte auch über Schulung sprechen, das gehört zu GDIs sicherlich auch dazu. Wenn die nämlich einfach nur da sind und sie niemand benutzen kann, dann ist es auch nur halb so gut, denn man muss auch schon wissen, wie man das macht. Aber auch, wie man eine solche GDI, die ich beispielsweise entwickelt habe, wie ich die dann in einen produktiven Kontext überführe. Also sprich von meinem Testserver auf die wirkliche, meine super wichtige Domain.com-Adresse, wo ich einfach eine GDI betreiben möchte. Und schließlich auch Wartung und Support von sowas, denn sowas ist keine One-Time-Solution, wo ich die mache und dann ist die da und dann wird die auf alle Ewigkeiten fertig sein, sondern sowas muss gewartet und auch gesupportet werden, so eine GDI. Zum Überblick. Docker, Docker Run Hello World, das ist so ein Befehl. Docker ist die Executable sozusagen. Run ist ein Kommando, was halt dazu führt, dass jetzt hier das Hello World Image quasi in einen Container überführt werden soll und dann auch ausgeführt werden soll. Und wenn man sowas dann ausführt, sieht das ungefähr so aus. Hängt ein bisschen davon ab, ob Sie das schon mehrmals gemacht haben oder nicht. Und wenn man das hier durchgeht, erklärt es eigentlich ganz schön, was passiert. Erkennt dieses Image nicht, Hello World, wenn man das zum ersten Mal aufruft. Also das Kochrezept kennt er nicht. Ich habe ihm gesagt, ja, mach mir mal bitte Biergulasch. Er sagt, ich weiß nicht, wie ich Biergulasch machen soll. Also muss ich rauskriegen, wo ich denn dieses Rezept dafür herbekomme. Dann fragt er halt eine Registry und fragt, kannst du mir bitte das Hello World Rezept geben, Image. Dann befolgt er die Anweisungen Schritt für Schritt und in dem Fall führt das halt dazu, dass dann tatsächlich wenige Sekunden später Docker mir sagt, guten Tag, deine Installation mit Docker scheint geklappt zu haben. Hier unten steht auch nochmal genau erklärt, was passiert ist. Im konkreten Fall ist das übrigens eine C-Applikation, aber es ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich einfach nur das Rezept genommen habe, Hello World, und jetzt kriege ich eine Ausgabe, das ist gut. Das hätte auch irgendjemand anders in, weiß ich nicht, Java, Python, Haskell schreiben können. Es ist mir eigentlich egal. So läuft das häufig genug. Das war Hello World.
Jetzt müssen wir uns Gedanken machen zu den Komponenten einer GDI. Ich nehme jetzt mal vier auf. Wir brauchen eine Datenbank, wir brauchen OGC-Dienste, wir brauchen Metadaten und wir brauchen eine kleine Client-Applikation. Und ich habe mich entschieden dafür, einen relativ klassischen Stack aufzubauen, PostgreSQL, PostGIS als Datenbankkomponente, GeoServer als Kartenlieferant sozusagen, GeoNetbook Open Source für die Metadatenverwaltung und eine OpenLayers-Applikation, die kann ich einfach am besten. Leaflet könnten Sie genauso nehmen, auch irgendwelche anderen. Dann stellt sich mir schon die Frage, okay, ich habe es ja eben schon gesagt, jetzt gibt es ja viele verschiedene Arten und Weisen, Biergulasch zu kochen. Genauso gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, Geo-Server beispielsweise bereitzustellen. Und genauso ist es auch, wenn Sie diese Registry, da ist oben so ein Link quasi drin, durchsuchen nach beispielsweise PostGIS oder Geo-Server. Besten Dank fürs Muten. Wenn Sie das machen, werden Sie viele verschiedene Rezepte finden für PostGIS, für GeoServer, für GeoNetwork und so fort. Ich habe jetzt eine Auswahl hier getroffen. Es gibt kein richtig und kein falsch an dieser Stelle vorerst, sondern wir haben einfach eine Auswahl getroffen. Und eine eigene Applikation habe ich geschrieben, denn das ist ja genau das, was ich sage. Ich entwickle mir eine GDI, also schreibe ich mir eine OpenLayers-Applikation, eine sehr einfache. Okay, meine OpenLayers-Applikation, die ich selber schreibe, die sieht ungefähr so aus, also das Docker-File dazu. Ich habe halt mir eine JavaScript-Datei geschrieben und wenn Sie im OpenLayers-Vortrag waren, habe ich die auch genau so geschrieben, dass sie halt nur das Notwendigste nimmt. Also da sind ein paar Schritte, die notwendig sind. Ich brauche dafür Node, da steht hier dieses From, Node 10. Ich habe gewisse NPM-Befehle, soll uns jetzt nicht zu sehr interessieren. Ich baue mir quasi meine eigene Applikation, die am Ende einen Punkt auf eine Karte bringt, also eine funktional sicherlich die nicht beeindruckende Applikation, aber in dem Sinne eine, die alle Komponenten zusammenbringt. Wenn ich jetzt diese ganzen einzelnen Komponenten habe, ich habe sie hier aufgenannt, die kann ich einzeln laufen lassen. Ich kann also sagen, bitte, liebes Docker, Docker Run, haben wir ja eben schon gelernt, Docker Run Hello World, ich kann sagen, lass mal den Terrestris Geo-Server laufen. Dann macht er das, dann existiert er irgendwo. Ich kann das genauso machen für GeoNetwork in einem anderen Tab von meinem oder in einem anderen Terminal. Aber letztlich habe ich eben das auch erwähnt bei der Definition von der GDI, diese Komponenten müssen auch miteinander sprechen. Sprich, es ist schon besser, wenn sie quasi alle gemeinsam hochfahren. Vielleicht hängt auch der Geo-Server davon ab, dass beispielsweise die Datenbank zuerst da ist, denn sonst macht es keinen Sinn, den Geo-Server schon bereitzustellen. Das heißt, während ich mit einem Befehl eigentlich möchte, dass alle diese Komponenten hochgefahren werden, so möchte ich schon kommunizieren, okay, die Datenbank macht erst, der Geo-Server macht erst dann Sinn, wenn die Datenbank beispielsweise da ist. Und das alles kann ich tun, indem ich das manuell mache und was weiß ich genau, auf die Ausgabe achte und so weiter und so fort. Ich kann es aber auch machen, indem ich halt ein sogenanntes Docker-Compose-File schreibe. Das dient letztlich dazu, die verschiedenen Images zu kombinieren. Da hat man so Möglichkeiten wie Depends On. Das ist auch eine einfache Textdatei. Hier sieht man so dieses Depends On. Und es ist genauso, wie ich sage, der Geo-Server wird hier definiert in diesem Bereich. Dann sind da eine ganze Menge Informationen, die im Detail eigentlich schon vielleicht schon was zu weit führen. Aber hier ist zum Beispiel dieses Depends On. Das heißt, bevor dieser Geo-Server gestartet wird, muss die Datenbank da sein. Und hier oben kann ich halt auch, das sind ja diese Standard-Images, sage ich mal, ne? Terrestris Geo-Server wird mir, wenn es ausgeführt wird, mir den Geo-Server in einer gewissen Version geben. Das ist ein Standard-Image. Also da habe ich erst gar nichts dran geändert im Grunde. Aber das hier oben ist nochmal was Eigenes, das ist so ein sogenannter Build-Kontext. Das heißt, ich sage jetzt hier, außerdem gibt es hier noch ein paar Input-Dateien und ein sogenanntes Docker-File, haben wir ja bereits eben gehört. Und bitte führ das auch aus und fahr das auch mit hoch. Das heißt, ich habe, wenn das alles so durchläuft, habe ich eine komplette GDI. Und das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Also das ist die Ausgabe, wenn ich das entsprechend mache. Das sieht jetzt sehr bunt hier aus. Man sieht hier, das ist der Aufruf Docker Compose up. In dem Fall ist das konkrete Befehl, den ich ausführen muss. Dann wird der Inhalt dieses Docker-Files ausgewertet und die entsprechenden Schritte ausgeführt. Jetzt sieht man hier dann die Log-Files entsprechend. Also das sind Ausgaben vom Geo-Server. Wenn ich hier ein bisschen hochscrolle, der Geo-Server ist sehr logfreudig, aber irgendwann anders wird in einer anderen Farbe. Ja. Wir warten ein bisschen. Doch mal die Maus nehmen. Naja. Man könnte ja jetzt glauben, aha, so, hier ist nochmal irgendwas in lila. Das ist jetzt eine Ausgabe von GeoNetwork, sprich, die teilen sich in dem Moment quasi die Log-Ausgabe, wird in verschiedenen Farben gesagt, was die einzelnen Komponenten dort denn dazu vermelden haben. Und
Auch hier, das ist ein weiterer Befehl, den ich machen kann. Das ist das gleiche Verzeichnis. Docker PS sagt mir quasi auch die einzelnen Images, die halt dort sind. Also einmal Talks, PostgreSQL, das ist meine eigene Applikation. Der Geo-Server läuft, GeoNetwork läuft und das Postgres läuft auch. Alle so seit circa 38 Minuten. Da hinten steht auch noch irgendwas zu verschiedenen Ports, weil das ist ja wichtig für die Kommunikation. Das heißt, ich habe einen Befehl gemacht. Der Befehl hieß Docker Compose. Ich schreibe ihn nur hin, ich führe ihn nicht aus. Docker Compose ab. Und wie magisch werden diese vier Container inklusive meiner eigenen Applikation gebaut, gestartet. Und das alles ist in meinem lokalen Netzwerk verfügbar und die alle können miteinander kommunizieren. Und wenn die miteinander kommunizieren, sieht das ungefähr so aus. Hier ist die entsprechende, das wollte ich als letztes zeigen. Also hier ist der Geo-Server, der läuft jetzt auf Port 88. Das kennen Sie bereits. Also Geo-Server haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ist halt eine Java-Applikation, läuft jetzt hier lokal bei mir auf Port 88 und dieser Port 88 kommt aus genau dieser Konfiguration. Da steht ja Port 88 zu 8080, das heißt, dieses Geo-Server-Image, was standardmäßig dabei ist. Dieses startet halt den Geo-Server üblicherweise intern auf Port 8080. Ich möchte ihn aber in meinem Kontext gerne auf Port 8888 laufen lassen. Das ist diese Konfiguration und das führt dazu, dass der Geo-Server hier ist. Da ist alles genauso, wie wir das immer schon kennen. Hier läuft ein Geo-Network, die Datenbank zeige ich jetzt nicht, sie läuft aber. Und das ist dann meine OpenLayers-Applikation, eine wunderschöne Applikation, einfach eine OpenLayers-Applikation, in der ich zoomen kann. Und Sie sehen schon, da ist so eine rote Kiste und die rote Kiste ist tatsächlich ein Punkt, höchstwahrscheinlich werde ich Dresden gewählt haben, irgendein Punkt in Dresden und der zeigt jetzt den kompletten Durchstoß, nämlich dass in der Datenbank ein Point mit irgendeiner Koordinate angegeben ist und diese wird vom Geo-Server ausgeliefert an meine OpenLayers-Applikation und ist letztlich, das ist meine GDI. Ne, Sie alle wissen, dass es noch krassere GDIs gibt mit wesentlich mehr Funktionalitäten, ist mir völlig klar, aber es ist der technologische Durchstoß letztlich und es war jetzt nicht übermäßig aufwendig, das so zusammenzustecken. Das heißt, wir haben eine GDI mit einer Datei, nämlich dieser Docker Compose YAML letztlich und einem Befehl erzeugt und haben damit implizit dieses Dev-Setup beispielsweise gezeigt, was man wunderbar benutzen kann. Das kann man so mehr oder weniger auch auf andere Applikationen übertragen. Da waren hier noch so ein paar Punkte, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir wichtig ist. Dafür habe ich noch 2 Minuten, das reicht auch völlig aus. Die Diskussion. Es gibt Unterschiede je Environment. Also wenn ich im Dev-Setup irgendwas laufen lasse, auf diesem Laptop hier ist ein großer Unterschied zu dem, wie wenn ich es produktiv laufen lasse. Die muss man bitte bedenken dabei. Man möchte vielleicht auch eine Datenbank-Service nehmen aus der Cloud oder so weiter. Die Umgebungen, die ich verwende, die sind vielleicht selber auch gehardened. Also sprich, da sind doch ein paar andere Systemumgebungen einfach voraussetzen. Und man muss auch schauen, ob man irgendwie ein 0815-Image genommen hat. Also zum Beispiel, ist das Terrestris-Geo-Server-Image vielleicht wirklich besser oder schlechter, weil es anders konzipiert wurde als Rezept wie irgendeins von wem anders. Das muss ich mir schon anschauen, um da nicht irgendwas zu picken und damit letztlich eine zentrale Komponente zu haben. Wie ist es mit existierenden GDIs? Ist das nur ein To-Do? Also wenn Sie jetzt, ich sage jetzt mal eine andere Komponente, die häufig genannt wird, wenn Sie jetzt ein Map in der Installation haben, ist das nur noch ein To-Do für die Menschen, die dahinter stehen, dass sie das migrieren? Oder sollte man das überhaupt machen? Also das muss man schon mal hinterfragen. Partizipiert man da überhaupt davon? Hat man alle Vorteile dann automatisch? Und dann ist noch was Schönes, die Top 10 Most Popular Docker Images, die enthalten jeweils, das ist eine Nachricht aus diesem Februar, 30 Vulnerabilities. Und wenn man mal genau guckt, war das nämlich so, wir haben eben meine eigene Applikation, das ist eine Node-Applikation, das sind die Top 10 Docker Images. Und da sind 580 Operating System Vulnerabilities drin. Die habe ich mir mal eben einfach so in meine GDI reingenommen und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Das heißt, es ist kein 0815, also es ist vielleicht vorteilhaft an einer Stelle, dass ich das innerhalb von Stunden so aufgesetzt habe vielleicht, aber es hat auch einfach Konsequenzen, über die wir nachdenken müssen. Es ist nicht per se eine Lösung, ein Passepartout, die für alles einfach genommen wird und dann ist alles gut. Security Concerns sollte man da insgesamt einfach machen. Es gibt Empfehlungen von Docker, wie man gewisse Sachen besser macht. Prüfen Sie, welches das Base Image ist, ob Sie ein aktuelles Base Image haben. Prüfen Sie auch, ob Updates installiert werden. Und wenn man einen Docker-File macht, wie zum Beispiel nimm dir Ubuntu und dann machst du als erstmal die Installation der Updates, dann führt das übrigens dazu, dass das Image, was Sie dort gestern gemacht haben daraus, also den Container, den Sie daraus erzeugt haben und der Container, den Sie daraus erzeugt haben,
letztlich doch verschiedene Instanzen sind, was doch wieder irgendwie ein bisschen diesem Grundkonzept irgendwie widerspricht. Das ist die letzte Folie wirklich, das war dieser Schulungskonzern, auch das, so eine GDI will geschult werden. Das, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist auf einem Linux-Setup. Unter Windows in einem Corporate-Setup mit Proxys und so weiter und so fort kann das wirklich schlimm sein und schwierig sein, das alles so zum Laufen zu bringen. Es geht, da habe ich auch ein gutes Beispiel, aber es ist kein Passepartout. Und summa summarum, es ist echt interessant und sehr schnell einfach, so eine GDI zu kompositionieren. Aber es braucht anschließend noch Aufwand und Liebe, um da wirklich eine stabile und sichere GDI zu haben. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben noch ein paar Anmerkungen. Ja, vielen Dank, Marc, für diesen schönen Vortrag. Wir haben gesehen, es gibt Vorteile, es gibt vielleicht auch Nachteile. Großer Vorteil ist sicherlich die Modularität. Gibt es dazu Fragen? Susanne? Ja. Kurze Frage, habt ihr Erfahrung mit Engines, die Docker administrieren und verwalten können? Also mir ganz viele Docker-Container auf viele Rechner verteilen? Sowas wie Kubernetes und was auch immer und OpenShift, so diese ganzen etwas größeren Sachen. Ja, haben wir Erfahrung mit. Haben wir in einem Projekt eingesetzt. Die Erfahrungen sind auch wirklich gut. Aber auch da, es ist nochmal eine Komplexitätsebene, die eingezogen wird. So gut das auch ist, es ist wiederum ein Aufwand, der den dann ja DevOps-Engineer, jetzt in unserem Falle so zum Beispiel, da ist schon auch eine Menge noch an Know-how, was man sich erstmal aufladen muss. Es ist ja dann wirklich, na, es ist, ergibt sich ja klar, ne? Wenn man diese Schnittmenge abbilden will, muss man auch irgendwie ein bisschen was von dieser klassischen Ops-Know-how, also Admin-Know-how, einfach mitbringen, sonst kann man diese Aufgaben auch nicht jemandem übertragen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, aber letztlich gilt da leider auch das Gleiche. Es ist eine extrem schnelllebige Landschaft. Wir haben auch mehrmals den Kontext gewechselt, die Software, die Technologien, die wir da verwenden wollen, um eine Orchestrierung von vielen Images zu machen. Das war ja hier so die Kindergarten-Variante vielleicht, ne? Aber es gibt da durchaus noch größere Tools, wie du sie auch gerade angesprochen hast. Gute Erfahrungen gemacht, aber es ist auch ein relativer Invest, muss ich dazu sagen. Es lohnt sich, glaube ich, am Ende wirklich für so Sachen wie Infrastructure as Code, also wirklich ein Commit auf meiner OpenLayers-Applikation. Ich möchte jetzt noch eine weitere Funktionalität da drin haben, führt dazu, dass ich auf irgendeinem Cloud-Service die komplette Infrastruktur hochfahre. Das ist super natürlich, ne? Also das hat auch extreme Vorteile. Aber es ist auch wie immer leider kein Passepartout und man muss es einfach so nehmen. Danke. Hallo. Sie haben ja jetzt Standard-Images benutzt, die im Standard auch erstmal leer sind. Aber auch für Entwicklung oder lokale Rechner möchte ich ja vielleicht schon mal einen Datensatz haben, der ganz hilfreich ist, vielleicht auch mit eigenen Daten, nicht unbedingt was Öffentliches. Mhm. Wie verteilen Sie Daten oder haben Sie da eine Lösung für? Also wir haben Probleme schon gehabt, mit großen Datensätzen dann Docker-Images zu bauen. Ja, glaube ich sofort. Also für die Development-Umgebung ist beispielsweise beim Geo-Server ist es der Fall, da kann man ein externes Data Directory einmounten. Innerhalb dieses Containers kann ich sagen, quasi das Verzeichnis XY ist in Wirklichkeit das Verzeichnis, was sich wirklich physisch auf diesem Rechner hier befindet. Und da kann man natürlich dann entsprechend drauf zugreifen. Und das könnten dann zum Beispiel eine Menge an Geo-Packages sein, die man im Geo-Server zum Beispiel drin hat. Das geht genauso wie jetzt auch hier in dem Fall, dass die Datenbank, die hat auch ein externes Verzeichnis, in das sie ihre Datendirectory ablegt. Also quasi eine Änderung, die ich dort vornehme in der Datenbank, wird ja persistiert. Am Ende sind es doch irgendwie Dateien. Und auch das liegt auf meinem lokalen Rechner. Das heißt, auch das könnte ich zum Beispiel versionieren oder mir woanders herbeziehen und überschreiben. Großes Vorsicht. Dann kommen Sie relativ zügig in diese Probleme mit Dateisystemsrechten. Also quasi muss das der Root-User vielleicht machen, damit es überhaupt lesbar ist. Das wird auch durchaus hakelig. Also das war die lange Antwort. Die kurze Antwort ist, es gibt Wege und Möglichkeiten drumherum. Wenn es große Daten werden, wird es eine Herausforderung sicherlich. Und es gibt auch da leider noch nicht, also nichts, was mir bekannt ist, auch da darf ja gerne hier aus dem Auditorium noch jemand was zu sagen. Das sind so Dinge, die wir tatsächlich einsetzen. Ein externes Data Directory, wo dann Daten mit drin sind und die sind dann verfügbar im Container, wenn es reingemountet wurde.
Das reicht für Dev-Zwecke höchstwahrscheinlich aus, für so Produktivumgebungen sicherlich eher nicht. Man könnte genauso gut, fällt mir gerade ein, man könnte genauso gut auch ein Skript machen, was halt einfach gewisse Schritte noch macht, nachdem gewisse Sachen passiert sind. Also wenn die hochgefahren sind, mache ich noch so ein Image, das dependiert. Also ich mache eins, was vom Geo-Server abhängt, depends on Geo-Server, und sage dann, wenn du hochfährst, beziehst du mir die Daten von dort und führst gegen die, in diesem Netzwerk bitte folgende Insatz-Statements aus oder WFST-Transaktionen oder kopierst irgendwas hin und her. Das wäre eine andere. Dann hätte man das auch versioniert, wäre eine andere Alternative, die mir jetzt spontan einfallen würde, für größere Sachen. Eine letzte Frage noch und ich bitte Marc um eine kurze Antwort. Habt ihr Erfahrung damit, automatisch herauszufinden, ob es neue Versionen von Images gibt, um eben genau diesem Sicherheitsproblem aus dem Weg zu gehen? Ja, in der Form, in der wir pollen. Also das ist also die billige Variante davon. Wir haben einen Cronjob, die für verschiedene Dinge einfach immer weiter ganz stumpf neu baut. Und entweder kriegen wir neue Dinge oder eben nicht. Also es ist nicht wirklich mitbekommen, sondern es ist ein Polling, der umgedrehte Fall. Kurz genug? Super, alles klar. Vielen Dank, Marc Jansen, für diesen schönen Vortrag. Danke.